So Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Fernbus-Simulator-Video, FBS. Die Folge Nummer 14, heute geht es von Polen nach Deutschland, ja, heute mal andersrum. Und zwar fahren wir heute von Stettin, also von... Genau, von Stettin nach Albeck. Weiter, wir fahren mit diesem Bus am 27. Juli um 15.25 Uhr. Los geht's. Also ich finde das halt ganz cool, wenn man mal irgendwie auch nach Deutschland fährt, nicht immer von Deutschland in ein anderes Land. Nächste Folge geht es auch von Holland in irgendein anderes Land. Und ja. Dann haben wir erstmal alle Grenzländer abgehakt. Dann mal schauen, wie es weitergeht. So, Tür öffnen. Verschließen. Z, E, E, G. So, wir können. So. Vielen Dank übrigens auch nochmal hier an dieser Stelle an den lieben Simulator TV, der hat mir nochmal mit den Einstellungen geholfen. Jetzt sollte hoffentlich alles perfekt laufen, denn da waren dann schon noch ein bisschen. Ja, Fehleinstellungen dabei, aber so muss gerade mehr ein bisschen. So. Rechts rum. Oh, Scheiße. Denkwoche. So. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe das Team auch jetzt zu offen. So, wir nehmen mal hier einfach eine kleine Abkürzung. So. So, unter der Brücke durch. Gefährlich enden. Oh. Oh. Wie hier. Aber es kam gar keine Meldung, leichter Unfall. Ist das nicht seltsam? Naja, muss halt nicht mehr kommen. So steht er da mitten auf der Straße. Ich habe es ja auch noch nie, aber dieses Jahr ist geplant, zumindest mal Görlitz darüber nach Skorzeletsch einen kurzen Ausflug zu machen. Sehen aber bestimmt auch ein Video dazu kommen, aber steht noch nichts fest. Also mal gucken, ob das was wird. So. Freunde, jetzt guck mal, wie eng das ist. Wir werden jetzt einfach mal hier vorhalten. Das ist einfach mehr so. Weil sonst denke ich, werden wir gar nicht wirklich zum Halten kommen. Also sonst werden wir uns da eh nur die ganze Zeit irgendwie stoßen, da der Bus. Und da ist hier halt schlauer. So, ach so. Hab ich ganz vergessen. Gepäckluke. So, liebe Fahrgäste. Hi. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ja. Sehr freundlich. Grüezi, bin ich hier richtig? Nee, da habe ich mich wohl vertan. Ja, danke. Hallo? Bin ich hier richtig? Hey. Hi. Sie wohnen? Hey, Berlin ist vorbei. Mahlzeit. Servus. Ciao. Hallo.
Sie wollten cool. Moin. Auf geht's. Mahlzeit. Dankeschön. Ja. Salut. Das geht. Und die Leute noch. Ich komme schon zurück. Also, ciao. Grüezi. Hier, vielen Dank. So. Schaut alle Leute. Keiner wollte ein Ticket. So, los geht's, ab nach Ahlbeck. Wie funktioniert das mit dem WLAN? So, Zwischenfreigabe. Klimaanlage, ja, ich glaube, die können ein bisschen kühler machen. 20 Grad ist glücklich. Gute Temperatur im Hochsommer. Also von der Klimalage her. Vom Wetter her ist es ein bisschen kühl. So, jetzt hier rum. Oh, ich guck. Oh, sag mal, dein Ernst. Sag mal, was soll denn das? Oh Leute, sag mal, lasst mich doch mal hier raus. Jetzt muss ich wieder auf dem Fußweg fahren. Also warum soll ich nicht rauslassen? So ja, ich mein Nagel ist angerissen. Ja Leute, wenn die Autos uns nicht durchlassen, muss ich halt mal kurz auf dem Fußweg fahren. Nützt nichts. Danke, dass ich mein Auto fahre. Polizei. Das ist halt immer schon eng, die Kurve. Für so einen Bus ist es eigentlich wirklich beschissen. So ein Kreisverkehr. War das ein Bordstein? Ja, war. Mensch, ihr redet doch schon wirklich wegen jedem Scheiß. Ganz ehrlich. Was fließt für ein Fluss durch Stettin? Falls es jemand von euch weiß, was für ein Fluss durch Stettin fließt, schreibt es gerne in die Kommentare mal. Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. Rasen Sie eigentlich immer so? Ja. Wir wollen halt schnell da sein. Und da rast man halt auch mal. So, jetzt warten wir wieder an einer roten Ampel auf mich. So. Rechts rum. Boah. Was geht denn hier ab? Ja, liegt an der Kurve, Leute. Das sind halt nur mal enge Kurven und da rammt man halt sich nur mal gegenseitig. Wenn wir gespannt haben, ob wir unter 10 Sachschäden haben am Ende bei der Bewertung. Ich glaube, es sind sogar schon 4. Heißt, viele bleiben nicht mehr übrig. Hälfte habe ich schon verloren. Boah, Leitplanken kann man leicht machen. Aber meistens meistens. So, ja, gefährlich hier, wenn die Autos hier machen. Genauso was ist auch gefährlich. Oder wirklich einen guten Blickwinkel haben. So, jetzt Autobahnkreuz wieder runter. Oh.
geradeaus. Wir sollten dann auf eine Bundesstraße kommen, denn es ist doch nur noch zweispurig. Wir fahren dann durch Swinemünde, durch den Swinetunnel. Und da wurde erst über letzte eröffnet. Ja. Swinemünde ist ja auch so ein bisschen dargestellt. Bei dem Bus ist übrigens auch der Vorteil, weil ich weiß, bei der Klimaanlage, die hat man ja vorne gleich, da kann man plus minus drüber drücken. Das finde ich am einfachsten. Weil ich weiß, beim letzten Bus war es so, da musste ich das erst rechts oder links da irgendwie dran rumdrehen und irgendwie hat das auch nicht viel gebracht. Das war ein bisschen kompliziert. Finde ich hier viel besser. Also viel einfacher erklärbarer. Ist halt selbsterklärend. Beim anderen Bus war es halt nicht so selbsterklärend. So, mach ich schon. Hupen können wir ja auch. Und bisher auch noch nicht so wirklich im Fernbus-Simulator gemacht. So, Freunde, ich sage jetzt gleich, wenn jetzt zwei Spuren schon, habe ich einen Schock in Lust, weil da meistens die Autofahrer immer rumtrödeln. Vor allem LKWs, deswegen muss man da so viele wie es geht verholen. So, ich glaube, hinter den Autobahnkreuz wird es zweispurig. Das heißt, die letzten 80, 90 Kilometer haben wir dann nur noch zwei Spuren. Kurz vor Adel ist auch schon mal Stau gewesen. Also beispielsweise bin ich mal von Adelklubber auch hier nach Städtchen gefahren im Fernsehsimulator. Da war in Adel sehr viel Stau. Also da ist man eigentlich kaum durchgekommen, so viel Stau war da. So, gleich wird aber zweispurig. Unter 20 sogar. Oh, Wahnsinn. Meistens sind nur 100 auf der Autobahn läuft, aber manchmal 120. Ich glaube teilweise im Puls sogar 140 km/h. Das wäre der nächste LKW. Schaffen wir doch noch den einzuholen. Jeden Moment wird zweispurig. Feuer noch wie so ein Ocher übel schnell lang. Aber das wird sich gleich ändern. In jedem Moment wird es nur noch zweispurig. Oh, hier sind auf den LKWs. Das ist schlecht. Noch perfekt. So, und nun zweispurig. 90 km/h laut. Na gut, die letzten 40 Kilometer kriegen wir also noch. Vielleicht fahren wir durch den Swinetunnel. Ja. Ich halte mich da nicht so gerne an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich fahre halt lieber 100, weil der Bus auch 100 kann. Deswegen, ja. Gut, wie gesagt, das Stück hier geht zwar. Aber sonst bin ich schon kein Fan davon. Oh Mann! Hört doch auf auszubremsen.
Hier sind beispielsweise mal kurz 140 erlaubt, aber nicht mehr lange, denn da vorne wird es wieder zweispurig. Muss ich jetzt mal ein bisschen bremsen und haben gegen die Leitplanke geknallt. Das war natürlich nicht. Ich bin wirklich mal gespannt, wie sehr Stau in Adek ist. So, da ist wie eine Mündeklappe die Gebäude. Jetzt haben sich LKW vor. Auch nicht so dramatisch. So, hier mal im Kreis. Alles verschüttet. Danke. Ja, bitte. So, Leute, abwarten. Boah, mal kurz ein bisschen machen. So. Eigentlich will ich ja nicht mehr als 10 Sachschäden machen. Aber bei zweispurigen Straßen ist halt da vor kurzem nichts mehr sein können. So, hier kommen wir ins Wienetunnel. Das müsste ja gut sein, was heißt denn das sein? Bleifuß! Ach, halt die Klappe. Oh Gott, ey, zu sein. Wirklich mal. Also Leute, ihr müsst euch hier wirklich nicht ständig beschweren. Ich fahr schon ordentlich. Ja, ein bisschen zu schnell, aber besser als ein Unfall, oder? Würde ich mal sagen. So, Zwienetunnel, Weibach. Oder da vorne, das ist in Kleindeutschland. Wir fahren über eine Brücke, ich glaube, der Oderbach fährt da. Die Isar-Grenze fließt nach Polen. So. Aber erstmal sind wir noch kurz rum. Könnte mal wieder. Ne, dauert nicht so lange. So. Kommt eine Brücke? Ne, doch nicht, aber. Nun sind wir in Deutschland. Und doch nicht. Bin ja lange nicht mehr lang gefahren. Bestimmt einen Monat. Ja. Wenn ich gerade noch lenke. So. Noch 4 Kilometer. So, ab runter. Willkommen in Deutschland. Da kann sich die Bahn echt mal einstellen. Ja, finde ich auch. Hast du gut gesagt. So, hoffe ihr hattet alle eine gute Fahrt. Mal gucken, wie wir abgeschnitten haben. Ausloggen. 153 Kilometer sind wir gefahren. 4 Sachschäden, das geht eigentlich. Ich dachte, jetzt sind wirklich mehr. So, 96,6% auf der Straße von 8% Geschwindigkeit einhalten. Na gut, so schwatzen Erklärungen mal wieder, aber bin ich zufrieden. Für meinen Fall ist es sogar sehr gut. Also, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und auch gerne ein Abo. Und sag ich mal, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!